Genau jetzt, wo ihr dieses Video seht, ist die Beta von Call of Duty Modern Warfare 2 beendet. Sowohl auf PC, PlayStation und Xbox. Heute um 19 Uhr endet also die Beta und Zeit also mal wirklich einen Rückblick darauf zu werfen, wie gut war eigentlich die Beta und was stört eigentlich noch am Spiel. Ich hatte ja bereits schon ein erstes Fazit gemacht und heute gibt es ein abschließendes Fazit zu Modern Warfare 2 von der Beta. Mehr dazu natürlich im Video. Nach etlichen Spielstunden in der Beta ist es natürlich Zeit, ein endgültiges Fazit abzugeben und ich glaube, ich habe noch nie eine Beta so viel gespielt wie diese Beta von Modern Warfare 2. Was man sich immer in den Hinterkopf rufen muss, ist, dass wir natürlich hier über eine Beta sprechen, nicht über das fertige Spiel Modern Warfare 2. Allerdings muss man sagen, knapp einen Monat vor Release des Spiels wird sich auch nicht mehr allzu viel am Spiel ändern. Natürlich werden Bugs wie Grafik geflackert, zum Beispiel auf dem PC, oder Kleinigkeiten noch wegfallen, aber der große Sprung von der Beta zum Full Release wird ausbleiben. Insgesamt macht die Beta von Modern Warfare 2 für meinen Geschmack einen sehr guten Eindruck, zumindest vom Gameplay. Technisch gibt es eigentlich auch wenig zu meckern, das Spiel sieht nicht großartig anders aus als Modern Warfare 2019. Ich hatte MW2 sowohl für PlayStation 5 und den PC getestet, während auf der PS5 alles glatt lief, sah es auf dem PC deutlich anders aus. Nervige Abstürze störten den eigentlich recht guten Eindruck vom Spiel und so ist das Ganze ein bisschen ein Debakel geworden auf dem PC. Der eine hatte mehr Probleme, der andere weniger. Vom Movement und vom Gameplay her als solches bin ich eigentlich relativ zufrieden. Beim Movement kann man jetzt ein bisschen meckern bzw. da Negativpunkte anführen, dass es zum Beispiel kein Side-Canceling gibt, dafür jetzt Bunny-Hoppen. Aber ich persönlich muss sagen, ich finde gut, dass sie die Mechanik geändert haben, weil quasi so vermittelt das Ganze ein neues Spielgefühl. Hätte ich jetzt wieder Side-Canceling bekommen, wäre ich eigentlich bei MW19 komplett gewesen. Das Gunplay und vor allem der Rückstoß der Waffen gefällt mir enorm gut, weil das Ganze ist nicht mehr dieses Null-Recoil-System aus Vanguard, was wir kennen. Es hat doch ein bisschen Rückstoß, wenn auch gut kontrollierbaren Rückstoß, also es ist nicht zu übertrieben und hinterlässt bei mir wirklich einen guten Eindruck. Auch das Map-Design gefällt mir ganz gut. Wir hatten in der Beta zwei richtig gute Maps in meinen Augen. Wir hatten einmal die Mexiko-Map auf dem Marktplatz, die mir sehr gut gefällt. Wir haben Farm 18, die erstaunlicherweise doch ganz gut abgeschnitten hat. Wir haben noch die Hotel-Map, die so ein bisschen naja ist für meinen Geschmack. Und wir haben eine Map, die richtig schlecht ist und das ist Museum. Finde ich persönlich. Aber sonst, zumindest haben alle vier Maps bei mir bleibenden Eindruck hinterlassen, sei es eben durch das Map-Design bzw. durch das Design als solches der Maps. In der Beta sah es ja aktuell so aus, dass wir zwei gute Maps haben, eben Farm 18 und die Mexiko-Map. Und dann haben wir so eine Map, die ist so, naja, das ist eben die Hotel-Map. Und vor allen Dingen haben wir das Museum, was eine schlechte Map ist für meinen Geschmack. Vielleicht findet der eine oder andere sie gut, aber sollte das Schema eben weitergeführt werden und 50% der Maps von Modern Warfare 2 werden richtig gut, bin ich absolut zufrieden. Beim Modus Bodenkrieg bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Für mich ist Call of Duty so klassisches 6v6 Gameplay und das andere quasi, was Bodenkrieg ausmacht, gehört eher zu der Battlefield-Reihe. Nach dem Flop von Battlefield 2042 muss ich aber persönlich sagen, hat mein Battlefield-Fanherz auch ein wenig Gefallen an dem Bodenkriegsmodus gefunden und ich hatte da doch meinen einen oder anderen guten Moment und auch der hat einen recht guten Eindruck vermittelt. Vielleicht braucht man einfach noch die eine oder andere Stunde. Ich hatte auch in MW19 sehr wenig Bodenkrieg gespielt, aber das Ganze macht doch einen relativ soliden Eindruck hier. Unterm Strich gibt es natürlich auch Negativpunkte an der Call of Duty Modern Warfare 2 Beta und das sind bei mir genau 5 Punkte. Der eine Punkt stört mich vielleicht mehr als der andere, aber unterm Strich sind es eben 5 Stück. Die TTK ist ein großes Problem und ich glaube, jeder hat bereits diese TTK angesprochen. Sie ist viel zu gering, der andere sagt vielleicht, sie ist immer noch nicht zu gering. Der eine oder andere hat in den Kommentaren geschrieben, er hätte gerne ein niedriger TTK, also dass man noch schneller stirbt, aber dann kann man wirklich Hardcore-Modus spielen. Man muss aber fairerweise auch sagen, dass die MW-Reihe immer eine niedrige TTK hatte. Ich weiß zum Beispiel, dass in MW2 2009 eine Pharma-Salve auf den Oberkörper ausgereicht hat, um jemanden zu töten. Deshalb die TTK war für die Modern Warfare-Reihe immer relativ niedrig. Ein weiterer Negativpunkt ist die Sichtbarkeit der Gegner. Und das stört auch sehr viele und mich hat es persönlich sehr gestört. Wenn man auf große Distanz auf Gegner feuert und die sich zum Beispiel hinter einer Deckung verstecken, du siehst einfach gar nichts. Ich muss da wirklich immer reinsprayen und quasi Rätsel raten, wo der Gegner sich versteckt. Und ich hoffe, dass das in Modern Warfare 2 im fertigen Spiel dann deutlich besser wird. Ein weiterer Punkt ist, dass das Spiel unglaublich camperfreundlich ist. Es gibt zum Beispiel eine Minimap ohne rote Punkte, dadurch ist das Ganze wirklich sehr camperfreundlich. Es sind viel zu laute Schritte, es ist ein leichtes Spiel für Camper, eben zu wissen, hey, da und da kommt gerade eben einer durch die Tür, weil eben auch die Schritte sehr gut lokalisierbar sind mit einem guten Headset. Um nochmal einen Punkt mit der Minimap ohne rote Punkte aufzugreifen, das Ganze ist wirklich super nervig und stört mich fast noch mehr als alle Kritikpunkte, selbst vielleicht sogar mehr als SBMM. Das Problem ist, dass du dadurch einfach bevorteiligt wirst, wenn du campst bzw. sehr langsam spielst und vor allen Dingen hinter jeder Ecke wartest. Früher war es ja eben so, sobald du dann eben geschossen hast, hast du sofort auf der Map angezeigt bekommen, hey, da war einer. Jemand, der rusht, also quasi ein schnelles Gameplay hat, der bewegt sich sofort ja von seinem Spot runter.
und ist dann quasi nicht mal im anzeigbaren roten Punkt. Natürlich wurde man teilweise auch da aufgedeckt und hat den einen oder anderen Tod bekommen, aber so sind aktuell Camper kaum entlarvbar, weil du weißt halt, okay, da hat jemand geschossen, aber du kannst natürlich nicht immer jede Ecke abcampen. Zusätzlich ist in der Beta aktuell der Schalldämpfer absolut nutzlos, man braucht gar keinen Schalldämpfer verwenden, weil er eben die Reichweite im Normalfall verringert, wobei das in der Beta aktuell auch anders ist. Früher war es ja so, das Hauptargument des Schalldämpfers war ja eben auf der Minimap nicht angezeigt zu werden. Da jetzt aber alle nicht mehr auf der Minimap angezeigt werden, macht das Ganze natürlich wenig Sinn, einen Schalldämpfer zu spielen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist natürlich das Skill-Based Matchmaking und ich kann euch nur so viel sagen, wenn ihr absolute Probleme mit dem Skill-Based Matchmaking hattet, wie es bisher der Fall war, glaube ich nicht, dass ihr mit Modern Warfare 2 zufrieden sein werdet. Es gab ja viele Gerüchte, dass sie das SBMM-Prinzip verändern werden. Ich glaube persönlich eher nicht daran. In den vorherigen Beta-Versionen von den neuesten Call of Duty-Teilen war es eigentlich immer so, dass das Skill-Based Matchmaking für die Beta immer runtergeschraubt wurde bzw. gar nicht vorhanden war. Ich glaube, dass das Vorgeplänkel von dem, was gesagt wurde, dass das Skill-Based Matchmaking geändert werden soll und allem drum und dran, glaube ich, nicht der Wahrheit entsprechen wird und SBMM genauso stark wird wie in MW19 und man definitiv hier damit rechnen sollte. Dennoch muss ich sagen, ich habe in Modern Warfare 2 meinen Spaß, gibt super viel Content, ich finde die Geiselrettungsmodi ganz cool, ich finde zum Beispiel Bodenkrieg cool, natürlich die Standard 6 vs 6 Modis, aber auch eben Suchen, Zerstören. Es gibt so viele Dinge, die ich aktuell in Modern Warfare 2 gerne spiele und ich persönlich freue mich absolut auf dieses Spiel, weil es gibt eh keine Alternative. Natürlich kann man jetzt sagen, hey, ich boykottiere MW2, aber am Ende des Tages, was spielt man sonst? Battlefield 2042 wäre da noch und eventuell noch das Spiel World War 3, aber das muss ich eben auch noch zeigen, wie weit das Potenzial hat, sich zu entwickeln. Aber ansonsten hat man eben keine Alternativen in dem Respawn-Multiplayer-Shooter-Bereich. Aber genug von mir an der Stelle, was sagst du zum Thema? Hast du Bock auf MW2 oder sagst du nach der Beta, hey, ich will's nicht mehr spielen? Schreib gerne deine Meinung in die Kommentare, die ich natürlich wie immer alle beantworten werde. Wir sehen uns, haut rein, euer Swishy.